Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zurück bei Wargear Technik. Ja, ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört und ja, jetzt mache ich mal hier ein neues Video. Das wurde ja schon so oft angeregt von euch, dass wir mal was Neues machen. So. Ist jetzt kein spezifisches Wargear-richtiges Video, aber ja, zum Grundbaustein, den ich jetzt mal sagen möchte. Ich bin ja jetzt nicht mehr so in der Wargear-Szene vertreten. Das heißt, ich baue keine wirklichen Wargears mehr. Und sonstiges, aber ich helfe immer noch gerne Servern und so ein Kram von der Wargear-Szene aus. Zum Beispiel haben wir jetzt hier mal ein Schematic-Upload programmiert, geschrieben, also ich. Und da können wir jetzt mal eine Schematic aussuchen hier. Haben wir ein paar da. Hier ist ein selbst angefertigtes Schematic. Zum Beispiel haben wir hier das Red Samurai vom 50 Abonnenten. Special von, wem war das nochmal? Struppel. Place, glaube ich, wenn ich mich nicht verspreche. Eine Wolle Schematic, da sind ein paar Sachen drin. Also einfach nur ein paar mögliche Blöcke. Und dann laden wir zum Beispiel mal dieses Flying 100 aus. Hoch. So wählen es aus. Und laden es hoch. Mein Internet ist ein bisschen langsam, deswegen lädt es auch sehr langsam hoch. So, jetzt müsste es hochgeladen sein. Und wir haben hochgeladen. Und jetzt sehen wir hier, in dem Wargear sind 624 Blöcke TNT, also in dieser Schematik. Wollen wir noch was Neues hochladen? Zum Beispiel mal das Flying haben wir gerade hochgeladen. Jetzt zum Beispiel das ET. Gehen wir auf Hochladen. Sehen wir hier nur Blöcke in der TNT in der Schematik. Können wir hier zurückgehen. Wollen jetzt nochmal das Flying hier hochladen. Laden es hoch. Und dann steht hier, oh, Schematic Upload ist fehlgeschlagen. Warum? Weil die Schematic schon existiert. So. Wollen wir zum Beispiel mal diese 1122 Schematic hochladen. Dort sind jetzt Blöcke drin, die sind im Wargear normalerweise verboten. Das sind zum Beispiel Werkbank, Enderportal oder solche Sachen halt eben. Da zählt momentan hier auch Laub dazu. Deswegen, wenn ich das Red Samurai hochlade, dann meckert er, dass er Laubblöcke drin sind. Die werden ja von Pistons verschoben und werden dann zerstört. Klicken wir mal hier auf Hochladen. Oh, wir kriegen was zurück. Schematic Upload ist fehlgeschlagen. Warum? Weil ich habe versucht, ein Wargear also eine Schematic hochzuladen, wo 12 verschiedene Blöcke drin sind. Also 12 verbotene Blöcke. Dann listet er mir hier auf. Bedrock haben wir einen Block drin. Lava haben wir einen Block drin. Vom Amboss haben wir sogar einen Block drin. Verzauberungstisch ist verboten, haben wir auch einen drin. Enderportalrahmen. Monster Spawner. Und glühende Redstone-Ohre sind 5 Stück drin. Können wir hier zurückgehen. Und das Red Samurai. Wollen wir das mal hochladen? Dann sagt er uns, ja, ist auch wieder verboten, weil ich habe Laubblöcke drin. 57, ja. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Es ist also ein Schematic-Upload, mit dem man das Wargear schon vorher überprüfen kann, ob verbotene Blöcke drin sind. Theoretisch kann man auch überprüfen, ob zu viele Kanonen drin sind und noch andere Sachen, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Ja. Das war's von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!